Schiffe klappern, Pferde traben, springen übern Wassergraben, über Stock und über Stein. Wer kann das wohl sein? Das sind Bibi und Tina, auf Amadeus und Sabrina. Sie jagen im Wind, sie reiten geschwind, weil sie Freunde sind, weil sie Freunde sind. Und ist der Graben mal zu breit, für Bibi ist das keine Schwierigkeit. Hex, Hex, kling, kling, Sabrina, spring, super Bibi, los Amadeus. Aufgesessen lang die Zügel, sattelfest den Fuß im Bügel, über Felder, über Weiden, jeder kennt die beiden. Das sind Bibi und Tina, auf Amadeus und Sabrina. Sie jagen im Wind, sie reiten geschwind, weil sie Freunde sind, weil sie Freunde sind. Los, Tempo, Amadeus! Du wirst dich doch nicht von einer Lokomotive abhängen lassen! Hörst du's, mein Pferdchen? Die pfeift dir eins! Willst du das auf dir sitzen lassen? Ja! Aha, wir sind genau richtig. Bibi und Tina reiten mit der Eisenbahn um die Wette. Eine Spitzenidee. Im Moment sehe ich allerdings nur Tina auf Amadeus. Klar, dann ist Bibi mit Sabrina auf der anderen Seite. So weiß keine, ob die andere schneller ist. Raffiniert. Aber ich kann ja mal nachsehen. Nanu, wo ist denn Bibi? Etwa schon am Bahnhof? Halt, Amadeus! Hallo, hab's gerade noch geschafft, Mutti. Und? Wo ist Bibi? Nicht da. Ich hab bis zur letzten Minute gewartet. Wir waren hundertprozentig verabredet. Ob sich Kartoffelbrei verflogen hat? Ach, Unsinn, Tina. Bibi kommt eben etwas später. Aber sie wollte gleich nach Schulschluss los. Na siehst du, da kommt es doch auf eine Stunde mehr oder weniger nicht an. Und jetzt male dir keine Katastrophen aus, sondern kümmere dich um unsere Osterferiengäste. Ja klar, Osterferien. Deshalb ist Frau Martin mit den Ponys Max und Moritz und der kleinen Kutsche hier am Bahnhof von Falkenstein. Mit dem Zug kommen Ferienkinder, zahlende Gäste. Ah, da sind ja die Neuankömmlinge. Nicole und Timmy. Herzlich willkommen. Ich bin Frau Martin, eure Ferienmutter. Und ich bin Tina Martin. Mein Bruder Holger lernt ihr noch kennen. Guten Tag. Ihr niedliche Ponys. Wie heißen die denn? Max und Moritz. Darf ich sie mal streicheln? Wer ist denn Max? Und wie alt sind sie? Kann ich auf ihnen reiten? Habt ihr noch mehr Ponys? Halt, halt, Nicole. Nicht alles auf einmal. Tina, kümmere dich doch mal um das Gepäck der Kinder. Tina! Aber Tina hört nicht. Ungläubig guckt sie zum Zug, denn da steigt gerade noch jemand aus. Nein, das gibt's doch nicht. Bibi, wo kommst du denn her? Siehst du doch, aus dem Zug. Tja, da bin ich. Ich wusste, dass was passiert ist. Wo ist Kartoffelbrei? Zu Hause. Ich habe Fliegeverbot, weil ich die letzte Mathearbeit verhauen habe. Und was kann Kartoffelbrei dafür? Nichts. Angeblich habe ich bloß an Osterferien und Pferde gedacht. Und? Hast du? Klar. Aber die Mathearbeit war wirklich sauschwer. Konntest du denn nicht heimlich ein bisschen... Nein. Mami hat einen Hexenring um Kartoffelbrei gelegt. Der klebt zu Hause fest. So ein Mist. Das kannst du laut sagen. Hallo, Bibi. Willst du mich nicht begrüßen? Natürlich will Bibi. Denn Tinas Mutter mag sie furchtbar gerne. Dann wird schnell das Gepäck verstaut und ab geht's. Tina reitet auf Amadeus nebenher. Aber miteinander schwatzen können die Freundinnen kaum, denn Nicole überschüttet Bibi mit tausend Fragen. Timmy verdreht schon genervt die Augen. Du bist echt die Bibi Blocksberg? Wow, ich wollte dich schon ewig kennenlernen. Aber wenn ich in den Ferien meine Tante in Neustadt besuche, bist du immer weg? Weil ich hier bin. Ach so, aber jetzt bin ich ja auch hier. Du, kannst du mir was hexen? Später, Nicole. Dann kannst du vielleicht doch nicht hexen, oder? Natürlich kann ich hexen. Dann hex doch. Wie machst du das? Also gut. Was ist deine Lieblingsfarbe? Rot. Warum? Das wirst du gleich sehen. Ene mene Ruderboot. Ponys Zaumzeug ist jetzt rot. Hex, hex!
das ist ja irre. Wow, echt cool. Nochmal, Hex, nochmal was. Aber jetzt was für mich. Gut, für alle. Ene, mene, Dattelpalme, fünfmal Limo und fünf Halme. Hex, Hex. Spitze, danke. Schmeckt prima. Der Graf hat einen Sonderwettkampf zum Osterturnier angesetzt. Wettkampf? Ist ja fantastisch. Gibt's was zu gewinnen? Mhm. 200 Mark. Es werden 3 Jugendmannschaften aufgestellt. 200 Mark? Oh, spitze. Und wer kämpft gegen wen? Falkenstein, Rotenbrunn und der Martinshof. Aha. Den Kampf müssen wir gewinnen. Mhm. Falkenstein wird aber mit Alex reiten. Dann sind die sehr stark. Aber nicht stark genug. Auf dem Martinshof führt Bibis erster Weg natürlich in den Pferdestall. Schade, dass ihr nicht sehen könnt, wie Sabrina ihre Bibi begrüßt, wie sie zärtlich an ihrer Hand knabbert, als sie ein paar Pellets bekommt. Und der kleine Felix macht einen langen Hals und stupst mit den Nüstern an den Arm seiner Patentante Bibi, damit er noch mehr gestreichelt wird. Tja, und was kommt dann? Klar, der längst fällige Wettritt zwischen den beiden Freundinnen, der uns am Anfang dieser Ostergeschichte gefehlt hat. Na, meine Süße, zeigen wir Tina und Amadeus, was eine Harke ist? Keine Chance. Heute gewinne ich. Abwarten. Wohin? Zur Weide vom Mühlenhofbauern. Da gibt's niedliche Osterlämmchen. Osterlämmchen? Oh, die muss ich sehen. Aber ich bin eher da. Achtung. Fertig. Los! Endspurt, Sabrina, schneller. Wir müssen gewinnen. Unentschieden ist langweilig. Zeig es ihnen, Amadeus. Nicht nachlassen, Sabrina. Huhu, Bibi. Hier bin ich. Vor dir. Von wegen. Das schaffen wir noch. Los, Sabrina. Denkste. Hurra. Sieger. Sieger. Gratuliere. Wir sind leider etwas eingerostet. Warte nur auf die Revanche. Die kriegst du. Jetzt gehen wir erstmal Schäfchen streicheln. Och, Tina, sind die süß. Lassen uns die Mutterschafe ran? Mal sehen. Hey, 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 betut euch nichts. Sie bauen eine richtige Mauer um die Kleinen. Die denken, wir wollen sie ihnen wegnehmen. Ich beruhige sie mal. Ene, mene, Mäusespeck, eure Angst ist völlig weg. Hex, Hex! Na, seht ihr, ihr Dummerchen? Warum denn nicht gleich? Oh, kommt, kommt, ihr kleinen Schnuckelchen. Kommt zu Bibi. Nach diesem erlebnisreichen ersten Osterferientag auf dem Martinshof purzeln in der Nacht watteweiche weiße Lämmchen durch Bibis Träume. Hubert, du Nervensäge. Dieser Hahn macht wirklich die schönsten Träume kaputt. Aber was hilft's? Der Tag auf dem Martinshof beginnt und Bibi und Tina müssen sich sputen. Sie haben Frühstücksdienst. Guten Morgen. Hallo, Nicole. Guten Morgen. Ich Schlafmütze, endlich aufgewacht. Wir waren schon bei den Pferden. Ein Kakao, Nicole? Nee, lieber nicht. Stimmt was nicht, Nicole? Ich habe ganz furchtbar schlimme Bauchschmerzen. Ach, du dickes Ei. Da müssen wir wohl den Arzt rufen. Nein, nein. Vielleicht hilft schon ein Kräutertee. Ja, welche Teesorte nimmt denn deine Mami? Ich weiß nicht. Bibi kann mir doch den richtigen hexen, oder? Kräutertee wird eigentlich nur im Notfall gehext. Aber ich bin ein Notfall. Du willst für mich bloß nicht hexen. Na gut. Ene, mene, ach und weh. Hier ist ein bitterer Magentee. Hex, hex! Das ist gemein. Bitterer Tee. Den kannst du selber trinken. Siehst du? Ich wusste, dass dir gar nichts weh tut. Jetzt aber Schluss mit dem Unsinn und raus an die Frühlingsluft. Nicole, Timmy, los! Ihr habt bei Holger eure erste Reitstunde. Das war ja eine Vorstellung, die Nicole da gegeben hat. Macht man sich damit beliebt? Gut, dass Bibi solche Sachen schnell vergisst. Außerdem ist jetzt etwas anderes wichtiger. Die fällige Revanche im Wettreiten. Aha, sie reiten schon. Und wohin geht es diesmal? Das ist der Weg zur alten Mühle. Ja, gewonnen! Gratuliere, Sabrina, du kannst es noch. Das war nur Gastfreundschaft. Ich habe Amadeus zurückgehalten, damit du gewinnst.
Wer es glaubt, wird selig. Los, weiter. Zweite Runde. Zweite Runde? Dann wollten die beiden gar nicht zur alten Mühle. Nein, es geht zum Schloss Falkenstein. Natürlich. Tina ist mit Alex verabredet. Also, ich sag's euch gleich. Diesmal gewinnt Tina. 2-1 steht es jetzt für sie. Wenig später sitzen die beiden mit Alex zusammen in seinem gemütlichen Turmzimmer und sprechen über das Osterprogramm. Kannst du nicht für den Martinshof reiten, Alex? Nein. Was glaubst du, was mein Vater sagt, wenn Alexander von Falkenstein bei der Martinshofmannschaft mitmacht? Ach, schade. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Ich verliere nur, wenn du hexst. Keine Angst, im Wettkampf wird nicht gehext, wenn alles fair geht. So, jetzt müssen wir uns nur noch 3 spannende Reiterspiele ausdenken, die irgendwas mit Ostern zu tun haben. Eier reiten. Hä? Was soll denn das sein? Ganz einfach. Eier balancieren beim Reiten. Was? Beim Reiten? Ein Ei auf einem Löffel? Und das darf nicht runterfallen? Genau. Aber auf Pferden darf es ruhig eine Kelle sein. Okay, klingt nicht schlecht. Machen wir. Mit einem Sprung wäre es noch spannender. Das ist zu gefährlich. Stell dir vor, kleinere Kinder wollen das nachmachen. Also gut, kein Sprung. Noch eine Idee? Wie wäre es mit Stafettenreiten? Wir umwickeln Stangen mit bunten Bändern und nehmen die als Mannschaftskennzeichen. Falkenstein bekommt schwarze Bänder. Ach, Bibi. Sag mal, hast du heute irgendwas gegen mich? Klar, wir wollen gewinnen. Mann, jetzt geht's doch erstmal um die Spiele. Also, was als drittes? Was haltet ihr von Eierlesen? Was soll denn das bitteschön sein? Na, man verteilt Eier auf der Rennstrecke. Gekochte Eier natürlich. Und die müssen aufgesammelt werden. Okay, aber wie? Mit einer Art Schmetterlingsnetz an einem langen Stiel. Hört sich lustig an. Und wer die meisten Eier einsammelt, der hat gewonnen. Okay, das wird witzig. Ich schwör's euch. Na also, das Osterprogramm steht. Dann kann ich mich getrost mal umsehen, was es auf dem Martinshof Neues gibt. Ah, der Mühlenhofbauer ist da. Aber warum zieht ihn Frau Martin hinter die Scheune und legt den Finger an den Mund? Psst, nicht so laut. Das müssen die Kinder nicht hören. Ach, Heckmeck, die essen doch Fleisch. Da können sie es auch hören. Also, Mühlenhofbauer, ich sag's Ihnen. Das lassen die Kinder nicht zu, dass auch nur ein Osterlämpchen geschlachtet wird. Ist doch ein leckerer Festtagsbraten. Sie sagen den Kindern einfach nicht, was es ist. Auf keinen Fall. Tina würde es merken und sich schrecklich darüber aufregen. Und dann hören es alle. Und die Osterfeen, die werden gründlich verdorben. Na, schön blöd. So ein zarter Leckerbissen. Vieh wird nun mal geschlachtet, dafür wird es gehalten. Die Kinder auf dem Martinshof betrachten die Tiere aber als ihre Freunde und nicht als Braten. Quatsch! Was meinen die Stadtkinder, was sie sonst immer essen? Ach, das ist etwas anderes. Also nichts für ungut, Mühlenhofbauer. Wir kommen nicht zusammen. Ja, wollte Ihnen was Gutes tun. Andere reißen mir die Lämmer aus der Hand. Niedliche Osterlämmchen als Festtagsbraten? Gerade mal 3 bis 4 Monate alt? Klar, dass Frau Martin Nein gesagt hat. Oh, da kommen Bibi und Tina zurück. Die müssen unbedingt von dem Gespräch wissen. Bestimmt werden sie die Lämmchen retten. War das nicht der Mühlenhofbauer? Was wollte der olle Brubbelkopf denn? Hat er sich über uns beschwert, weil wir auf seiner Schafweide gewesen sind? Du, Mutti, dort stehen 4 unheimlich niedliche Osterlämmchen. Ach ja? Der Bauer hat gefragt, ob wir im Sommer ein Kälbchen nehmen. Seine Bertha ist trächtig. Ach, das wäre doch super. Ein neuer Spielgefährte für die Sommerferien, Kinder. Ach, ich überlege es mir noch. Hallo, da kommt ja Nicole. Hey, du bist nicht bei den Ponys? Nein, ich habe auf Bibi gewartet. Auf mich? Aber die Ponys sind doch viel interessanter. Ach, die können doch nicht hexen. Hey, bist du nicht wegen der Pferde auf den Martinshof gekommen? Sicher schon, aber da wusste ich ja noch nicht, dass du hier bist. Weißt du, hier hexe ich nur, wenn es unbedingt nötig ist. Sonst bringe ich den natürlichen Gang der Dinge durcheinander, sagt Frau Martin immer. Richtig. Es gibt sicher noch Gelegenheit, Bibis Hexkunst zu bewundern, Nicole. Heute lassen wir das lieber. Einverstanden? Muss ich ja wohl. Begeistert klingt das ja nicht.
Aber Bibi und Tina denken weder darüber noch über den Besuch vom Mühlenhofbauer weiter nach. Doch wenig später bringt sie Nicole ganz schön auf Trab. Wie? Nun, Frau Martin läutet zum Mittagessen. Alle kommen, außer Nicole. Man ruft, sucht. Als Tina im Ponystall nachsieht, ist auch Max verschwunden. Na, das kann ja heiter werden. Ach, jetzt müsste Kartoffelbrei hier sein, Bibi. Ja, ist er aber nicht. Mit Max kann Nicole überall sein. Nur ein Suchspruch und Kartoffelbrei hätte sie gefunden. Wenn und hätte nützt uns nichts. Wir müssen auf die Pferde und ausschwärmen. Vielleicht ist sie von Max gefallen und liegt irgendwo. Bewusstlos. Ach, Tina, ich hoffe, es ist weniger dramatisch. Wir wollen auch helfen. Fein, Kinder. Ihr sucht im und um den Martinshof, in jedem Stall, in und hinter der Scheune und hinter jedem Gebüsch, ja? Ist geritzt. Ich reite zum Wald rüber. Und ich über die Felder zum Baggerteich. Aber so sehr Bibi, Tina, Holger und Frau Martin auch suchen und rufen, es ist wie verhext. Nicole und Max tauchen nicht auf. Im Galopp kommen Bibi und Tina fast gleichzeitig zur Kreuzung Falkensteiner Straße, Martinshof. Nichts. Also zurück. Nein, das gibt's doch nicht. So schnell sind Bibi und Tina lange nicht aus dem Sattel gesprungen. Denn wen sehen sie zwischen den Kindern auf dem Hof stehen? Nicole! Das staunt ihr, was? Wir haben sie gefunden. Max auch? Der ist schon im Stall. Die hatte sich hinter der Scheune versteckt. Nicole! Soll das heißen, du warst die ganze Zeit dort? Ja, ich war die ganze Zeit dort. Und du hast nicht auf die Mittagsglocke reagiert? Nicht auf unser Ruf? Kannst du uns vielleicht mal erklären, warum du das gemacht hast? Klar, kann ich das. Und? Ich will, dass Bibi für mich hext, wann ich will. Och, das halte ich doch im Kopf nicht aus. Nicole, mal zum Mitschreiben. Du hast dich versteckt, weil ich nicht für dich gehext habe? Genau. Du solltest mich wieder herbeihexen. Das ist alles. Das ist alles? Ene, mene, Feuerblick, halte meine Wut zurück. Hex, hex! Oh, uff. Komm, Tina, das muss ich erst mal verdauen. Das war ja wirklich ein starkes Stück. Kein Wunder, dass Frau Martin die kleine Nicole ins Gebet nimmt. Ganz heilsam die Tränen, die daraufhin fließen. Dann ist Ruhe auf dem Martinshof. Es reicht ja auch für heute. Morgen ist auch noch ein Tag. Und der fängt genauso an, wie der Alte aufgehört hat. Mit Kindertränen. Oje, oje, oje. Hey, Timmy, ich heul gleich mit. Gerade du musst mich verscheißern. Nee, Timmy, ich mein's ehrlich. Hast du Heimweh? Heimweh? Timmy, du hast wirklich Heimweh? Aber es ist doch wunderschön hier. Was ist los, Timmy? Willst du nicht darüber reden? Es ist wegen meinem Geburtstag. Ich war noch nie weg zum Geburtstag. Und meine Eltern haben nicht mal angerufen. Geburtstag? Du hast Geburtstag heute? Ja, heute. Hey, Timmy, das ist doch gigantisch. Ene Mene ohne Worte, hier ist eine Geburtstagstorte. Hex, hex! Oh, ist die riesig! Oh, ist die wow, so eine riesige Torte hatte ich noch nie. Danke, Bibi. Na, worauf warten wir denn noch? Die, drei, vier. Timmy hat heute Geburtstag! Timmy hat heute Geburtstag! Timmy hat heute Geburtstag! Wir haben ihn alle so gern! Hip, hip, hurra! Herzlichen Glückwunsch! Und jetzt wird nicht mehr geweint. Oh, ich habe eine Idee. Timmy, hast du Lust, mit uns zur Mühlenhofweide zu reiten? Dort sind ganz niedliche Osterlämmer. Ihr nehmt mich mit? Echt? Na klar, Timmy. Du bist heute Ehrenperson. Wir satteln Moritz für dich. Yippie! Na, wer sagt's denn? So schnell können Tränen versiegen. Also Geburtstag in der Fremde ganz allein, das ist schon traurig, oder? Aber nun hat Timmy seine Torte und jetzt bekommt er noch Osterlämmchen zu sehen, gleich vier auf einmal. Aber leider, als die drei wenig später auf der Mühlenhofweide ankommen, sind die Lämmchen weg, verschwunden. Ich sehe keine Osterlämmchen. Ich auch nicht. Komisch.
Die Mutterschafe wirken ziemlich verstört. Lange können die Kleinen also noch nicht weg sein. Aber wer hat sie geholt? Der Mühlenhofbauer. Natürlich. Er will sie verkaufen, Bibi. Vielleicht als Osterbraten. Nein, das darf er nicht. Moment mal. Meine Hexennase juckt. Hey, was fährt denn da hinten? Ein Lieferwagen. Ja, vom Mühlenhofbauern. Da sind die Lämmchen drauf. Ich weiß es genau. Los, wir reiten ihm nach und stellen ihn. Ach, so geht das nicht. Die Lämmchen gehören ihm. Ich mach das schon. Ene mene lange Latten, der Viehtransporter hat einen Platten. Hex, hex! Er hält! Super, Bibi! Das reicht noch nicht. Passt auf, gleich wird er fluchen. Ene mene guter Zweck, das Reserverad ist weg. Hex, hex! Natürlich flucht der Mühlenhofbauer und ziemlich unfein. Dann lässt er seinen Wagen stehen und läuft mit den vier Lämmchen zurück zur Weide. Jetzt haben wir etwas Zeit gewonnen. Ich sollte alle Wagen vom Mühlenhofbauer verhexen. Nein, lieber nicht. Das fällt auf. Dann lassen wir uns was anderes einfallen. Wir müssen die Lämmchen retten. Tja, ich denke, das wird schwierig. Ein Osterlamm bringt dem Bauern immerhin runde 100 Mark. Vier Lämmchen, also 400 Mark, auf die er bestimmt nicht verzichten will. Schweigend reiten die drei zurück zum Martinshof. Nachdem Bibi und Tina Timmy das Absatteln gezeigt haben, verziehen sie sich in ihre Kuschelecke auf dem Heuboden über dem Hühnerstall. Den Mühlenhofbauer interessiert doch nur Geld. Also kaufen wir sie. Und wie willst du so viel zusammenkriegen? Geld hexen darf ich nicht. Aber für den Sieg beim Osterturnier bekommen wir doch 200 Mark. Wenn wir gewinnen. Wir müssen. Und der Rest? Es fehlen noch 200 Mark. Vielleicht erhöht der Graf das Preisgeld. Glaubst du an den Weihnachtsmann? Fragen kostet nichts. Okay, reiten wir zum Schloss. Aber vorher bringen wir die Lämmchen in Sicherheit. Die Lämmchen in Sicherheit bringen, heißt sie gut verstecken. Ich bin sicher, der Bauer wird alles in Bewegung setzen, um sein Eigentum zu finden. Kinder, Kinder, da kommt einiges auf uns zu. So, jetzt sind wir wieder auf der Schafweide. Wenn wir die Lämmchen mitnehmen, müssen die Schafmütter wissen, dass wir sie nur beschützen wollen. Ja, genau. Aufregung hatten die armen Tiere wirklich genug. Ene mene Lammwollmützen, wir wollen eure Babys schützen. Ene mene Sauerbier, die Osterlämmchen sind bei mir. Hex, hex! Es hat geklappt. Die Schafe bleiben ruhig. Wie zutraulich die Lämmchen sind. Die denken wohl, wir sind jetzt ihre Mami. Keine Angst. Ihr bekommt sie wieder. Und was sagen wir, wenn uns unterwegs einer mit den Lämmern trifft? Keine Panik. Ich hexe sie klein. Ene mene Nelkensträußchen. Ihr seid klein wie weiße Mäuschen. Hex, hex. Bibi zieht ein rotes Kopftuch aus ihrer Hosentasche, breitet es aus, legt vorsichtig die Minilämpchen darauf und Tina bindet die Ecken zusammen. Ein Bündel, klein, handlich, unauffällig, fabelhaft. Als ob sie einfach nur so zum Spaß durch die Gegend reiten, biegen sie in den Weg zur alten Mühle ein. Am halbverfallenen Stall machen sie Halt. Kleinhexsprüche halten nicht lange. Da hexe ich sie lieber gleich zurück. Ene mene, Autofahrt, seid so groß, wie ihr mal wart. Hex, hex! Na, ihr Wonneproppen, wie gefällt es euch hier? Hoffentlich grauen sie sich nicht so ganz alleine ohne Mamis. Ach, ist ja nicht für lange. In der Zwischenzeit brauchen sie aber was zu fressen. Ein voller Bauch beruhigt die Nerven, sagt Papi immer. Was fressen die denn so? Fressen? Das sind Babys. Die brauchen noch Muttermilch. Ja? Na gut. Ene mene Beuteltasche. Hier ist eine große Babyflasche. Hex, hex! Ich werde verrückt. Eine Nuckelflasche? Die ist ja fast größer als die Lämmer. Naja, sind ja auch vier. Erst müssen wir ihnen zeigen, wie das geht. Na komm, mein Herr. Na komm, mein Kleines. Das ist was ganz Feines. Hey, du Dummerchen, nuckeln musst du. Nicht an meinen Fingern. Da, am Nuckel. Ja.
Oh, ist das süß. Oh, ja. Sie haben es kapiert. Prima. So, und jetzt besuchen wir den Grafen. Ja, Tina? Wegen der 200 Mark. Also, ich fürchte, das war nicht Bibis beste Idee. Die Schwierigkeiten fangen schon damit an, dass Graf Falco von Falkenstein keine Zeit hat. Als es Alex dann doch schafft, dass sein Vater Bibi und Tina anhört, ist das abgelehnt schon vorher in seinem Blick. 200 Mark als Preis sind genug. Junge Leute müssen lernen, das Geld zu achten. Aber das tun wir doch. Wir wollen es nicht für uns. Wir wollen Osterlämpchen freikaufen. Was? Soll das ein Witz sein? Nein, bestimmt nicht. Der Mühlenhofbauer will seine 4 Lämpchen als Osterbraten verkaufen. Na und? Der Mann wäre ein Dummkopf, wenn er es nicht täte. Aber es sind noch Babys. Ach, das ist doch sentimentaler Schwachsinn, Bibi Blocksberg. Hier bei uns wird Land- und Viehwirtschaft betrieben. Aber das... Nichts aber. Einen schönen Tag noch. Ich habe zu tun. Bitte verlasst jetzt den Raum, ja? Oh, das sieht nicht gut aus. Alex, Bibi und Tina sitzen auf der Schlosstreppe und überlegen. Womit könnte man noch Geld verdienen? Eine Showeinlage mit anschließender Sammlung beim Publikum? Ja, warum nicht? Die Ferienkinder um eine Spende von ihrem Taschengeld bitten? Auch nicht schlecht. Na also, Ideen muss man haben. Schnell zurück zum Martinshof und mit Holger und den Gastkindern reden. Aber schon vorne am Hoftor steht Frau Martin und ist stocksauer. Das ist unverantwortlich von euch. Der Mühlenhofbauer verlangt Entschädigung. Erst die gehexte Panne und nun sind die Osterlämmer verschwunden. Aber wie kann er wissen, dass ich die Panne gehext habe? Er hat Timmy zur Rede gestellt. Er hat euch erkannt, als ihr auf seiner Weide wart. Also hat Timmy gepetzt? Timmy hat nicht gepetzt. Steh du mal als kleiner Junge allein einem wutschnaubenden riesigen Bauern gegenüber. Also, ihr habt die Wahl. Entweder hat der Mühlenhofbauer am Sonntag das Geld für die Lämmer. Tina, er wartet bis Sonntag. Oder die Tiere sind noch heute Abend wieder auf der Weide. Haben wir uns verstanden? Ja, Frau Martin. Ja, Mutti. Tja, damit ist der Tag gelaufen. Bibi und Tina schleichen betreten ins Haus. Nun, ich würde mich nach so einem Donnerwetter auch unsichtbar machen und warten, bis alles vorüber ist. Bibi und Tina verschwinden in die Küche. Jetzt brauchen sie erst einmal eine Stärkung. Ich kann keine Milchflasche sehen, ohne an die Lämmchen zu denken. Ich auch. Am liebsten würde ich noch mal zur alten Mühle reiten. Und damit das Versteck verraten? Niemals. Der Bauer passt garantiert auf wie ein Luchs. Ja, du hast sicher recht. Und die Kleinen sind ja gut versorgt. Ich kann auch mit einem Fernhexspruch die Milchflasche wieder voll machen. Also, ich finde es auch besser, wenn die beiden erstmal die alte Mühle meiden. Moment. Waren da nicht 2 Schatten vor dem Küchenfenster? Jetzt sind sie weg. Komisch. Nein, eigentlich gar nicht komisch. Morgen ist Ostersonnabend und vielleicht schleichen schon ein paar Ferienkinder über den Hof, um gute Eierverstecke zu suchen. Auf dem Lande beginnt ja Ostern schon am Sonnabend mit Eier anmalen, Nester basteln, Girlanden winden und Osterbrot backen. Abends gibt es dann ein großes Osterfeuer. Und das findet wie immer im Steinbruch statt. Tja, und dann ist es Sonnabendabend. Frau Martin hat für die Fahrt in den Steinbruch die Ponys angespannt. Brrr, Max und Moritz, Endstation. So, ihr Rasselbande, runter vom Wagen. Ihr geht mit Bibi und Tina schon mal zum Feuerplatz. Ich versorge mit Holger die Pferde. Na dann kommt, wer zuerst oben ist. Die Kinder spurten davon. Natürlich lassen Bibi und Tina die Kleinen gewinnen. Im Steinbruch wird gerade ein riesiger Holzstapel angezündet. Osterfeuer ist immer ein kleines Volksfest für die Bewohner von Falkenstein und Umgebung. Alle drängen sich ums Feuer, weil es noch ziemlich kalt ist, jetzt im April. Es wird erzählt, gelacht, gegessen, getrunken und gesungen. Eine wunderbare Stimmung. Moment mal, was ist mit Timmy und Nicole? Sie stehen so abseits. Die alte Mühle ist kein gutes Versteck für die Lämmchen. Weißt du was Besseres? Klar. Sagst du es mir? Pass auf. Also, ja, aber warum willst du das machen? Weil ich das mit der Panne ausgequatscht habe. Bibi und Tina halten mich für feige. Blöd, Mann.
Bibi ist schuld. Sie hätte besser hexen sollen. Also ich gehe jetzt. Nicht ohne mich. Wir können nicht beide abhauen. Das fällt auf. Hey, spiel nicht den Superman. Na schön, dann komm mit. Hoffentlich sind wir zurück, bevor Frau Martin was merkt. Na, das hoffe ich auch. Sonst gibt's gewaltigen Ärger. Ich frage mich übrigens, woher die beiden das mit der alten Mühle wissen. Ach, natürlich. Die Schatten vor dem Küchenfenster gestern Abend. Timmy und Nicole haben gelauscht. Aber wohin wollen sie jetzt? Aha, zu den Pferden. Schleichen sich an wie die Indianer. Und die braven Ponys lassen sich auch willig fortführen. Mitten in der Nacht. Und was ist mit Bibi und Tina? Die stehen am Feuer, singen und lachen mit den anderen. Ja, Kinder, merkt ihr denn nichts? Aha, jetzt zieht Bibi Tina zur Seite. Tina, hast du Timmy und Nicole gesehen? Die wollten doch Äste fürs Feuer sammeln. Das ist schon ziemlich lange her. Hoffentlich macht Nicole nicht wieder Unsinn. Ach, jeden Schwachsinn macht Timmy zum Glück nicht mit. Trotzdem müssen wir sie suchen. Bleibt wohl nichts anderes übrig. Komm, wir reiten zur alten Mühle. Ich habe das Gefühl, da finden wir sie. Aber trotz der schnelleren Pferde kommen Bibi und Tina zu spät. Timmy und Nicole sind mit den Lämmchen bereits unterwegs zu einem neuen Versteck. Von da aus geht's wie die Feuerwehr, so schnell wie eine Pony-Feuerwehr eben sein kann, zurück zum Steinbruch. Aber das wissen Bibi und Tina natürlich nicht. Sie suchen noch an der alten Mühle. Diese kleinen Satansbraten. Wir machen uns Sorgen um sie und sie klauen unsere Lämmchen. Die beiden trauen uns nicht zu, dass wir die Sache richtig hinkriegen. Oder Nicole will dich wieder zum Hexen provozieren. Das kann sie haben. Nur anders, als sie denkt. Ohne Kartoffelbrei kannst du sie nicht suchen. Aber ich kann dafür sorgen, dass den Lämmchen nichts passiert. Ene mene Heiterkeit. Die Kleinen sind in Sicherheit. Hex, Hex! So. Jetzt können wir in aller Ruhe Osterwasser holen. Osterwasser? Was ist das denn? Osterwasser muss man in der Osternacht vor Sonnenaufgang schöpfen. Aus einer Quelle. Tina, hier entspringt doch irgendwo der Mühlbach, oder? Ja, nur ein paar Meter weiter links. Aber das mit dem Wasser, ist das ein alter Hexenbrauch? Ich weiß das zwar von Tante Amanda, aber eigentlich ist es ein uralter Osterbrauch. Nie gehört. Was macht denn Osterwasser? Ach, viel. Schön und gesund zum Beispiel. Na, dann müssen wir es ja nicht trinken. Du redest zu viel, Tina Martin. Warte. Das Wasser darf nur gegen die Strömung geschöpft werden. Sonst wirkt es nicht. Wir haben nichts zum Schöpfen. Kein Problem. Ene mene Besenflug. Hier ist ein schöner Wasserkrug. Hex, Hex! So, und jetzt knie dich hin. Warum? Wenn du getrunken hast und dich über die Wasseroberfläche beugst, kannst du das Gesicht deines Zukünftigen sehen, ach, wie in einem Spiegel. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Das Wasser wirkt nur, wenn man nicht redet. Ach so. Na gut, dann reden wir eben nicht. Du? Nun mach schon. Ich will auch noch trinken. Ach, das ist ja nicht auszuhalten. Wie soll ich erzählen, wenn ich nichts höre? Und wie soll ich dann wissen, ob Tina das Bild von Alex im Wasser gesehen hat oder nicht? Obwohl, das geht uns ja eigentlich nichts an, oder? Hey, was ist denn nun los? Das ist ja wirklich wie ein Wunder. Rund um Bibi sprühen plötzlich Millionen bunter Lichtfunken. Oh, Bibi, du leuchtest ja. Hast du dich eben verhext? Bestimmt nicht. Das muss vom Osterwasser kommen. Wow. Dann hat es doch was mit Hexerei zu tun. Nein. Aber es stärkt meine Hexkraft. Ich spüre es richtig. Jetzt habe ich eine super Hexe zur Freundin. Ich bin gespannt, ob Bibi ihre super Hexkräfte in dieser Geschichte noch braucht. Jetzt geht es erstmal zurück zum Steinbruch. Und da hocken gähnend Nicole und Timmy am Osterfeuer und tun so, als wäre nichts gewesen. Und weil Bibi und Tina wissen, dass den Lämmchen nach dem Sicherheitshexspruch nichts passieren kann, tun sie auch so, als sei nichts gewesen. Erst lange nach Mitternacht, das Osterfeuer glimmt nur noch, kriechen alle todmüde und glücklich in ihre Betten. Jetzt purzeln die Lämmchen
durch Nicoles und Timmys Träume. Wenn nur Hubert wenigstens heute einmal seinen Schnabel hielt. Ach, nein, ich bin noch so müde. Hey, das klingt wie Kartoffelbrei. Was machst du denn für einen Krach? Tina, Kartoffelbrei ist da, mit einem Brief von Mami. Liebe Bibi, meine Hexenkugel sagt mir, dass du Kartoffelbrei für eine gute Sache brauchst. Viel Glück in Liebe, Mami. Für eine gute Sache? Ja, Bibi, jetzt kannst du beim Turnier eine Flugschau machen. Genau, damit bekommen wir bestimmt genug Geld für die Lämpchen zusammen. Ah, yippie! Aber erst muss ich rauskriegen, wo sie sind. Wenn Nicole und Timmy glauben, sie haben uns ausgetrickst, dann müssen sie früher aufstehen. Wir können jetzt nicht weg. Wir haben Frühstücksdienst. Deck doch schon mal den Tisch. Ich komme später. Ehe Tina protestieren kann, ist Bibi mit einem Suchspruch auf ihrem Besen zum Fenster rausgedüst. Als sie eine halbe Stunde später außer Atem beim Frühstück erscheint, blinzelt sie Tina verschwörerisch zu. Alles klar. Hast du die Lämpchen gefunden? Ja. Sie waren in der alten Scheune vom Mühlenhofbauer. Aber jetzt sind sie richtig in Sicherheit. Die beiden werden sie schön suchen. Das wird für unsere kleinen Krümelmonster die große Osterüberraschung. Na, ihr beiden, was freut ihr euch denn so? Doch, wir freuen uns einfach aufs Osterreiten. Na, dann werden wir ja auch bald erfahren, wo die kleinen Lämpchen jetzt stecken. Und damit wir nicht zu lange darauf warten müssen, steigen wir einfach mitten hinein in das Falkensteiner Osterturnier. Die Mannschaft aus Rotenbrunn ist bereits ausgeschieden. Nun geht es nur noch um das lustige Eierreiten. Die Truppe vom Martinshof liegt nicht schlecht. Keiner hat ein Ei fallen lassen. Aber mit 7 Minuten Zeit für die Strecke sind Bibi, Tina und Holger etwas langsam geritten. Wenn Alex von der Falkensteiner Mannschaft jetzt auch keinen Fehler macht und unter 7 Minuten bleibt, sind die 200 Mark futsch. Ist das spannend. Alex reitet super. Er hält die Kelle mit dem großen, bunten Ei ganz locker, federt jede Bewegung mit der Hand ab. Noch 20 Meter, nur 6 Minuten. Die armen Lämmchen. Da! Alex hat das Ei fallen lassen. Aber sein Maharaja ist gar nicht gestolpert. Na, Alex, ich glaube, du hast ein bisschen nachgeholfen, oder? Als die beiden Mannschaften sich zur Siegerehrung aufstellen, steht Alex grinsend neben Tina. Alex, das fand ich richtig nett von dir. Mein Vater ist sicher stocksauer, aber ich finde eure Lämmchen einfach zu niedlich. Unsere Lämmchen? Du hast sie gesehen? Hat er. Ich habe sie nämlich mit seiner Hilfe im Schlossstall versteckt. Einer unserer Stallburschen kümmert sich um sie. Achtung, mein Vater will die Siegerehrung halten. Verehrte Gäste, liebe junge Freunde, Gewinner des heutigen Osterturniers ist die Jugendmannschaft vom Martinshof. Ich bitte die Sieger zu mir, um den Preis von 200 Mark in Empfang zu nehmen. Jetzt müsstet ihr mal Bibi und Tina sehen. Gleichzeitig springen sie auf das Podest, während Holger gemessenen Schrittes hinterher schreitet. Darf ich bitte auch was sagen, ja? Wir freuen uns riesig über den Sieg, weil er 2 niedlichen Osterlämmchen das Leben rettet. Oh. Ja, wirklich. Dafür haben wir schon 20 Mark Taschengeld gesammelt. Also brauchen wir noch 180 Mark. Weil wir dem Mühlenhofbauer für 4 Lämmchen 400 Mark geben müssen. Deshalb bitten wir Sie um eine Spende. Und damit Sie auch was für Ihr Geld kriegen, sehen Sie jetzt eine große Flugschau. Die Bibi Blocksberg Superflugschau. Ene, Mene, Mai, zeig, was du kannst, Kartoffelbrei. Hex, Hex! Eine tolle Schau legt Bibi da mit ihrem Besen hin. Und natürlich gibt es noch etwas Besonderes. Eine kleine Osterhexerei. Ene, mene, Keilerei. Am Himmel ist ein Osterei. Hex, Hex!
Es ist nicht zu fassen. Ein riesiges, buntes Osterei glitzert und blinkt in allen Regenbogenfarben mitten im wolkenlosen Himmelsblau. Tja, und dann ist das Fest vorbei. Die Sammlung hat mehr gebracht als erwartet. Ganze 200 Mark. Da ist das Taschengeld der Kinder gerettet. Aber es wird noch besser. Der Mühlenhofbauer in österlicher Festtagsstimmung verlangt nur 360 Mark für die vier Lämmchen. Da bleiben ganze 40 Mark übrig. Wenn das kein Grund zum Jubeln ist. Tja, aber was ist nun mit den Lämmchen? Ich sehe nur, wie Nicole und Timmy verzweifelt aus der einen Richtung angelaufen kommen und Tina und Alex aus der anderen. Die strahlen und tragen die vier putzigen Tierchen auf dem Arm. Da sind ja unsere Lämmchen. Wo habt ihr die her? In unserem Versteck waren sie nicht mehr. Du hast gehext, Bibi. Das ist gemein. Wieso gemein? Du wolltest doch immer, dass ich hexe. Aber nicht so. Reg dich nicht auf. Ihr habt es gut gemeint, ich weiß. Aber ihr wolltet schlauer sein als wir. Naja, doch nur, weil ich mich verquatscht habe. Also, das kann nur... Ich meine... Kinder, nun ist ja alles in Butter. Hauptsache, die Tierchen sind wieder da und gehören uns. Im Triumphmarsch werden die Lämpchen zum Martinshof gebracht. Jeder möchte mal eins tragen, jeder möchte mal die Flasche geben. Dann entscheidet Frau Martin, dass die Tierchen doch besser wieder zu ihren Müttern auf die Mühlenhofweide zurückkommen, bis sie etwas größer sind. Vorher gibt es aber noch eine richtige Schafstaufe, mitten auf dem Martinshof. Wie unsere Osterlämmchen heißen? Natürlich Bibi und Tina und Nicole und Timmy. So, nun seid ihr getauft, meine Süßen. Und jetzt ab auf die Weide. Ich komme mit, ja, Bibi? Ach, das sind die schönsten Osterferien meines Lebens. Ja? Für mich auch, wirklich. Das sind super, super, super Osterferien. Tja, so soll es auch sein. Auf dem Martinshof erlebt man eben immer wieder neue Abenteuer. Dank Bibi und Tina. Ich freue mich schon auf die nächste Geschichte. Ihr auch? Dann bis bald. Tschüss. Das sind Bibi und Tina, auf Amadeus und Sabrina. Sie jagen.